Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Das letzte Mal haben wir ja hier die Gates platziert. Und da müssen wir natürlich noch einen Anschluss schaffen. Ja. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie das dann so funktioniert. Da bin ich auch noch blutiger Anfänger. Einfach mal so gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung, wir werden es sehen. So. Ein zugewiesener Gate-Schalter. Ach ja, stimmt. Achso, ich sollte auch noch auf Play drücken. ja, wie genau? Ich weiß es schon gar nicht mehr, was ich denn hier alles machen wollte. Ich habe hier noch zwei Geschäfte. Wie wollte ich denn das machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hätte aber erstmal gesagt, hier so eine Wand. Oh Gott! Ein Busgate, was ist das denn? Okay. Wir bauen mal hier einen Kaffee, wenn das irgendwie geht. So. Mal und sagt, der bereicht mir ja eh was. Oh Gottes Willen! Benötigt irgendeinen Typ von Kaffeestuhl oder dekorierten Stuhl. Alles klar, danke, Spiel. Dann kriegst du jetzt irgendeinen Typ. Was brauchst du noch? Ein Kaffeetisch, Lebensmittelkühler oder Lebensmittelwärmer oder Getränkeautomat oder Kaffeemaschine. Oh, das ist aber eine große Auswahl. Du brauchst Kaffee. Wait, what? Kaffee. Weise dies einer Küche zu, um Bestellungen auszuführen. Was? Au, ja, ich erinnere mich. Oh. Scheiße, wir müssen ja noch eine Küche machen. Oh nein. Kaffeestand. Ah, stimmt, wir haben aber letztes Mal diesen Donutstand da gemacht, wo ich mich dann gefragt habe, hey, wie funktioniert das jetzt? So, also Kaffeestand. Dann kriegst du einen Kaffeetisch. Das ist online. Wie viele Kaffeetische gibt's denn? Ist auch ein Stuhl? Kaffeestuhl. Kaffeestuhl. Eleganter Stuhl. Ah ja. Dann kriegst du mal hier Kaffeestühle. So. Das habe ich da wieder. Ein Kaffeetisch müsste jetzt eigentlich auch. Wieso ist das noch rot? Was brauchst du jetzt? Einen mehr. Ja, okay, so. Wieso ist jetzt Kaffeetisch noch nicht hier? Finde ich jetzt aber nicht so korrekt. Ein Lebensmittelkühler oder ein Lebensmittelwärmer oder Getränkeautomat oder Kaffeemaschine. Lebensmittelautomat, ist es dort?
Weil sie dies einer Küche zu... Tor. Machen wir doch mal hier... hier machen wir eine Küche. Genau, das mache ich zur Küche. Küche. Oh, okay. So, was brauchst du denn? Alle anderen. Oh, wo ging denn das? Oh nein. Das ist eine Kasse? Really? Kasse. Kaffee, was gibt's denn da alles so? Heizplatte, Herd, Küchenspüle, Kühlschrank, Kaffeemaschine. Naja, was? Das ist zu viel. Ach, das da willst du hier, Kaffeetisch. Oh, fuck off. Ist doch bestimmt, ja. Das geht wahrscheinlich mit Mods nicht. Ah, Kaffeemaschine, ja gut, dann halt zuordnen zu. Zuordnen. Aha! Aha! Aha, 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 so. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ne, Küchenübersicht. Ah! Lalalala! Ich kann Sushi, Pizza, Donuts, Chips oder Avocado auf Toast machen. Ja, und was mache ich an dem Kaffeestand? Kaffee. Ja, wie mache ich Kaffee? Dann machen wir doch mal einen Dessertstand machen wir hier noch hin. So. Und natürlich auch einen Sushi-Stand. Oh ja, Sushi. Und einen Pizza. So, jetzt haben wir alles. Oh. Okay, gut. Zuordnen zu Küche. Zuordnen zu der Küche. Und hier zuordnen zu der Küche. Subi, ja, jetzt kann ich noch mal gucken. Wie ging denn das? Hier Küchenübersicht. Oh, Leute. Ich brauche einen Kühlschrank, ich brauche eine Zubereitungsfläche, ich brauche einen Herd, Pizzaofen, Heizplatte. Okay, passt auf. Kühlschrank, Zubereitungsfläche. Okay. Kühlschrank. Hast du hier erstmal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder deine Zubereitungsfläche. So, Zubereitungsfläche. Und so, 3, 4, 5. 10. Ein paar Härte. 1, 2. Das ist schlecht. Abbrechen.
sprechen. Dann müssen wir das doch so machen. Herd, Herd. Dann haben wir Pizza, Ofen. Dann machen wir den Demontieren mal. Nein. So, ich habe schon wieder vergessen, was wir brauchen. Gut, das haben wir. Wir bauen noch eine Heizplatte. Okay, eine Heizplatte. Heizplatte. Ja, hätte ich auch gesagt hier so. Okay. So, wie viel fehlen jetzt? 5 Köche. Oh. Ah ne, halt hier. Köche machen wir mal 4. Sehr gut. So, was fehlt denn hier noch? Lebensmittel. Ein Lebensmittelkühler oder Lebensmittelwärmer oder Getränkeautomat oder Kaffeemaschine. Was ist mit dir? Muss in einem funktionierenden Kaffee. Ach so, ja, gut. Ja, okay, alles klar. Sehr gut, das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert auch alles. Ja, dann haben wir hier einen Kaffee. Was können wir denn noch alles machen? Konferenzraum? Oh ja. Geschäft? Was ist ein Geschäft? Kaufe die... Achso, warte mal, Geschäft, hä? Spielzone? Lol. Oh ja, Spielzone. Brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen hier eine Spielzone. So. Mindestens ein Arcade-Spiel. Vor. Ich habe immer noch. Wo finde ich denn Spiele? Warte mal, Automat. Blaster Spielautomat. Geil. Geldautomat. Rennsimulator. Oh mein Gott. Retro. Ja, easy. Besucherempfang, was ist das denn? Wird von Sicherheitsangestellten betreut. Repräsentanten von Fluggesellschaften besuchen den Empfang und anschließend in die Besprechungsräume oder deren zugeordneten Büros zu gehen. Oh mein Gott. Check-In-Schalter, Car-Parking. Wait, what? Okay, digitales Werbeschild. Das ist immer geil. Wir brauchen hier überall digitale Werbeschilder. Oh, Flipperkasten. Oh, den muss natürlich auch noch hier rein. Logisch. Fluggastinformationsschalter. Hm? Ja, da noch. Und
Hier so. Sehr gut. Gate-Schalter, das ist glaube ich das, was wir nachher noch brauchen. Große Informationstafel. Ja, können wir hier ein paar Mal hinmachen. Also Hangar, Heizplatte, Handy-Ladestation. Was es hier alles gibt. Kleine Bar. Kühlvitrine. Hilft bei der Lagerstand, indem ich langsam erhöht wird. Das kann nur innen platziert werden. Müllcontainer. Ungültige Platzierung. Warum? Muss in eine Abfallzone. Ja. Ach was. Oh Mann, ey. Verbindet bis zu 4 Lautsprecher. Oh, wait, what? Öffentliche Ausrüstung ermöglichen ankündigende Boarding-Aufrufe in Last-Minute-Runde. Hilft verpassten Flügen vorzubeugen, obwohl zu viele Ansagen die Passagiere auch etwas stören könnten. Die Halion ist für mehrere und Gates gedacht und hat eine etwas bessere Soundqualität. Okay, ja gut, stimmt. Irgendwo müssen wir ja auch die Elektrik unterbringen. Rolltreppe, Sicherheitsausgang. Bahnsteig, bitte was? Was? Warum kann ich sie nicht platzieren? Wetten, es gibt Strom. Nein! Wir hätten das echt machen können. Schild. Big Security Access Door. Big Gabage Hub. Soundtor. Boarding Desk. Okay, klinge ich kurz hier. Oh, lol, ich hab auch. Okay. Interessant.
Oh, Runway Exit? Moment. So. Oh. Oh. Okay, cool. Es gibt einen Swimmingpool? In einem Flughafen? Was? Ich suche aber eigentlich was anderes. Das habe ich eigentlich installiert. Und zwar die. Ja, bevor man abfliegt, muss man doch nochmal zur. Hier, Passkontrolle oder so. Passkontrolle. Ich dachte, ich habe die installiert. Nee, habe ich nicht. Ja, dann machen wir mal. Requires the door to the terminal on erster Stock. In Klammern Erdgeschoss. Okay. Okay, stimmt, das muss ich auch noch verbauen. Das muss ich ja auch noch verbauen. Ach du Scheiße. Ich denke, funktioniert denn das? Okay. Machen wir mal so und so und so. Funktioniert das so? Ich denke mal. Straße? Nee, Rollweg? Nee. Er fordert einen sicheren Bereich, muss einen Außenstandplatz für Mount G zugewiesen sein, benötigt eine angrenzende Straße. Okay. Straße. So, ich denke mal, das sollte so gehen. Hoffentlich mal. Gut. Haben wir doch nicht so viel geschafft wie gehofft. Ja, den Hangar lasse ich noch kurz bauen. Sehr schön. Gut.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich gerne wissen. Ansonsten hören wir uns. Bis dann. Tschüss.